In Christus hineingetaucht. Galater Kapitel 3, Verse 25 bis 27, neue evangelistische Übersetzung. Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, soweit ihr in Christus hineingetaucht worden seid, seid ja mit Christus bekleidet. Wenn die Bibel davon redet, dass der Glaubende frei geworden ist in Christus, dann ist das eine Aussage, die wir entsprechend auch mit großer Zuversicht genauso annehmen dürfen, um darin zu leben, zur Ehre Gottes. Jesus sagte zu den gläubigen Juden seinerzeit, dass die Wahrheit sie frei machen würde. Johannes 8, 32. Es gab auch einige, die ärgerten sich über diese Aussage, denn sie fühlten sich ganz und gar nicht unfrei, sondern eher privilegiert und auserwählt. Sie waren gläubig, aber sie waren auch gesetzlich. Sie haben die Vergebung und die Freiheit, die in Person vor ihnen stand, nicht verstanden, nicht wahrgenommen, nicht erkannt und letztlich sogar abgelehnt. Die Bibel macht unmissverständlich klar, dass ein gesetzlicher Glaube so ziemlich das Gegenteil von einem befreienden Glauben ist. Da wäre Unglaube sogar noch ehrlicher, wenn auch nicht weniger verkehrt. Es geht nicht darum, in dem Sinne befreit zu werden, indem man das Gesetz Gottes ignoriert und für unnütz und ungültig erklärt, für etwas, was nicht mehr gültig sein kann, weil es total veraltet ist und eben nur für die Juden gegolten hat, sondern es geht darum, dass genau das Gegenteil eingetreten ist, dass nämlich Jesus Christus das Ende des Gesetzes ist und alle Gesetze in Person für uns erfüllt hat, wenn wir an ihn glauben. In Römer Kapitel 2, Verse 12 bis 13 steht: Alle Menschen, die sündigen und keine Beziehung zum Gesetz Gottes haben, werden auch ohne Gesetz ins Verderben gehen, und alle, die trotz des Gesetzes sündigen, werden durch dieses Gesetz verurteilt werden. Denn nicht die, die hören, was das Gesetz sagt, werden von Gott für unschuldig erklärt, sondern die, die tun, was er verlangt. Hier werden also sowohl Juden als auch Nichtjuden angesprochen. Was Gott zu sagen hat und bestimmt, geht schließlich jeden Menschen an, der je gelebt hat und noch leben wird. Wir wissen, dass kein Mensch tun kann, was Gott verlangt. Entsprechend kann dann logischerweise auch keiner für unschuldig erklärt werden. Ob er nun das Gewissen hat, um in rechter Weise dann zu erkennen, dass er etwas tun muss, noch, dass er das Gesetz hat und meint, er muss das nur halten, dann sind diese Forderungen sozusagen nicht mehr so relevant. Man muss sie eben nur erfüllen. Für beide gilt, es ist nicht möglich. Ob einer nun das Gesetz hat und sich danach ausstreckt und sich bemüht, es zu tun, oder ob er es nicht hat und vielleicht in ähnlicher Weise dann handelt und denkt und agiert, es bleibt letztlich beides eine Sache, die der Mensch nicht umsetzen kann, weil er dazu nicht in der Lage ist. Und dann kann man sich sicherlich fragen, wozu dann diese Forderungen, wozu das Gesetz? In Römer 3, 12 bis 20 schreibt der Apostel Paulus: Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihrer Zunge formen sie Lügen. Schlangengift verbirgt sich hinter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend, und was zum Frieden führt, kennen sie nicht. Von Gottes Furcht wissen sie nichts. Das sagt das Gesetz, und wir wissen, alles, was es sagt, richtet sich an die, denen es verordnet wurde. So wird jeder Mund gestopft und die ganze Welt sieht sich dem Urteil Gottes verfallen. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde
erkennt. Gottes Richtlinien, seine Sichtweise und seine Gerechtigkeit in aller Wahrheit und Klarheit und auf den Punkt gebracht, musste Gott den Menschen vermitteln, damit sie wissen, um was es geht und wie sie zu einem befreienden Glauben kommen konnten. Ohne ausgesprochenes Gesetz hat die Sünde keinen Inhalt und keine Bedeutung, keine Kraft, Römer 7,8. Das Gesetz ist nicht sündig, aber ihr Inhalt überführt jeden, der meint, vor Gott keine Schuld zu haben oder meint, der Gerechtigkeit Gottes irgendwie genügen zu können durch ein frommes Leben, durch Gesetzlichkeit, die man meint, anderen verordnen zu müssen und selbst nicht zu tun, oder selbst wenn man sich bemühen sollte, sie zu tun, dann doch letztlich nur scheitern kann und vor Gott letztlich auch nicht in der Art und Weise angenommen werden kann, dass er in dieser Hinsicht gerade und rein und vollkommen dasteht. Aber das ist die Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Wir müssen perfekt sein. Wir müssen heil sein. Wir müssen 100% gerecht sein. Und sonst haben wir keinen Zugang zu Gott, zum Himmel, zur Ewigkeit. Dann ist uns diese Tür verschlossen, selbst wenn wir uns noch so darum bemühen. Darum ist wichtig, dass wir verstehen und erkennen, dass wir Erlösung brauchen. Egal wie moralisch hochstehend wir sind alle Sünder und das Gesetz macht es deutlich. Bei dem einen macht es das vielleicht mehr deutlich als beim anderen, aber letztlich gilt, wir brauchen alle Erlösung. Keiner ist besser als der andere, ob wir viel oder wenig gesündigt haben. Jede kleine Sünde führt ins Verderben. Und das ist das, was uns klar werden muss. Es gab und gibt aber tatsächlich Menschen, gläubige Menschen, die in der Tat meinen, vor Gott gute Argumente zu haben, wenn es darum geht, sie in den Himmel zu lassen und ihnen seine Anerkennung zuzusprechen, dass Gott das also tun müsste und dass das möglich ist, auch ohne Jesus, auch ohne Erlösung. Das waren damals die Hochmütigen und die blinden Pharisäer und Schriftgelehrten, die das meinten, und auch heute gibt es Gläubige, die ebenso von Gnade und Erlösung reden, aber das unter Bedingungen stellen und im Zweifelsfall damit drohen, dass man alles wieder verliert, wenn man nicht entsprechend sich an bestimmte Anforderungen hält. Das ist aber nicht die Freiheit, die Jesus versprochen hat, dass man sie durch ihn empfängt. Echter und befreiender Glaube ist nicht untätig, aber er ist kein frommes Etikett, was mir erneut einen schweren Rucksack aufbürdet, den ich mein ganzes Glaubensleben lang mit mir mühsam herumschleppen muss, in Angst und in Verzagtheit, um tatsächlich selig zu werden und eben nicht auf halber Strecke dann doch ins Gras zu beißen. Dieser Glaube ist der Bibel fremd. In seinem Kommentar zum Eingangstext schreibt John MacArthur in seiner Studienbibel Folgendes: Durch den Glauben an Jesus Christus sind die Gläubigen zu Kindern Gottes geworden. Somit stehen sie nicht mehr unter der Vormundschaft des Gesetzes, Römer 6,14, obgleich sie immer noch verpflichtet sind, Gottes heiligen und unveränderlich gerechten Maßstäben zu gehorchen, deren Autorität auch im neuen Bund bestehen bleibt. Römer 8,4, 1. Korinther 9,21. Söhne Gottes. Im allgemeinen Sinn ist Gott zwar der Vater aller Menschen, weil er sie erschaffen hat, Apostelgeschichte 17, 24 bis 28, doch seine geistlichen Kinder sind nur diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Ungläubige sind Kinder Satans, Matthäus 13, 38, Johannes 8, 38 und Johannes 41, 44 sowie Apostelgeschichte 13, 10 und weitere. In Christus hineingetauft, das ist nicht die Wassertaufe, die ihn nicht retten kann. Paulus verwendet das Wort getauft im bildhaften Sinn von eingetaucht oder hineinversetzt in Christus. Durch das geistliche Wunder der Vereinigung mit ihm in seinen Tod und seine Auferstehung.
Christus angezogen, das Ergebnis der geistlichen Vereinigung des Gläubigen mit Christus. Paulus betonte die Tatsache, dass wir durch die Errettung mit Christus vereinigt wurden. Unserer Stellung nach haben wir Christus, seinen Tod, seine Auferstehung und seine Gerechtigkeit vor Gott angezogen. Von der Praxis her müssen wir in unserem Verhalten vor den Menschen Christus anziehen. Römer 13, 14, soweit. Ein befreiender Glaube im Sinne Gottes und auf Grundlage der biblischen Wahrheiten ist ein Glaube, der weiß, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, keine halben Sachen gemacht hat, sondern in vollkommener und ewig gültiger Art und Weise den Anforderungen Gottes volle Genüge geleistet hat und dass dies auch absolut notwendig war, damit die Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben an die Gerechtigkeit Jesu Christi verliehen bekommen, uns auch vor Gott dann rechtfertigt. Und das für Zeit und Ewigkeit. In Römer 1,17 heißt es, denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt, wie es in der Schrift heißt. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und woran soll er konkret glauben? Dass Gott gerecht ist? Ja, das sicherlich auch. Aber entscheidend ist das, was in Römer 3,21-24 steht. Da heißt es, doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist inhaltlich und in Person von Jesus Christus der befreiende Glauben, von dem wir reden. Nichts anderes. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Das bedeutet also, wenn Gott dich fragen würde, warum er gerade dich in den Himmel lassen sollte, dann kannst du antworten, weil Jesus Christus durch den Glauben an Kreuzes Tod und Auferstehung an deiner Stelle den Preis bezahlt hat und zu deiner Gerechtigkeit vor Gott geworden ist, allein durch Glauben und aus Gnaden. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 10, 4. Denn mit Christus hat der Weg des Gesetzes sein Ziel erreicht. Jetzt wird jeder, der an ihn glaubt, für gerecht erklärt. Amen.